In der ersten Aufgabe war ein Diagramm gegeben, das sah vielleicht ungefähr so aus. Und das Einzige, was man jetzt eigentlich erstmal machen musste, ist diesen Graph, diese Funktion durch eine Gleichung zu beschreiben. Dafür teilt man sich das hier in Abschnitte ein, nennt das zum Beispiel mal Abschnitt 1, diesen Abschnitt bis hier, Abschnitt 2 und Abschnitt 3 und Abschnitt 4. Und jeder Abschnitt ist immer jeweils eine solche Mikrosekunde lang. So, wenn wir das jetzt mal für den ersten Abschnitt hier aufschreiben, dann können wir sagen, der Strom in Abhängigkeit von der Zeit. Der Graph hier ist eine Gerade. Das, was hinter einer Gerade steckt, ist eine lineare Funktion. Um die Funktionsgleichung dieser linearen Funktion, also in der Mathematik wäre das ja sowas wie m mal nicht mal x. Unsere Funktion hängt ja nicht von x ab, sondern von t, also m mal t plus n. Was wir brauchen, ist dieser Anstieg hier und wir brauchen diesen Achsenabschnitt. So, um den Anstieg rauszubekommen, ich nehme auch noch eine andere Farbe, können wir uns hier ein Anstiegsdreieck einmalen. Können sagen, das hier ist ein Ampere, dieser Unterschied, und dieser Unterschied hier, das ist genau eine Mikrosekunde. Also ist der Anstieg ein Ampere pro eine Mikrosekunde. Das Ganze natürlich mal t und der Achsenabschnitt, wie man sieht, der ist einfach 0. Die 0 hier lasse ich gleich weg. So, um jetzt die Ladung rauszubekommen, braucht man die bekannte Gleichung. Die Ladung zum Zeitpunkt t ergibt sich aus der Ladung zu einem Zeitpunkt t0. Das wird gleich hier der Zeitpunkt 0 sein und dann plus das Integral von t0 bis t, bis zu dieser Zeit t. Und dann über den Strom integriert und über die Zeit integriert, und weil dieses t und dieses t und dieses t hier nicht das gleiche ist, wohl aber das t und das t hier das gleiche ist, machen wir hier mal einen t-Strich draus oder einen t-Schlange oder ein t-Dach oder was auch immer. Also das ist die Zeit, die wir nachher haben wollen, und dieses t-Strich ist bloß die Variable, über die wir integrieren, damit das Ganze mathematisch korrekt ist. So, jetzt können wir unsere Gleichung hier oben für den Strom einsetzen und können auch gleich einsetzen, dass diese Ladung hier zum Zeitpunkt 0,0 ist. Dann fällt die schon mal weg. Und dann können wir eben, wie gesagt, diese Funktion hier einsetzen. Ich mache das mal Schritt für Schritt. Also das Integral von T0 bis T über 1 Ampere pro Mikrosekunde mal T nach T integriert oder von T' nach T' integriert. Wenn man jetzt dieses T' da nicht hingeschrieben hat, sondern da einfach T, ist das mit Sicherheit vollkommen in Ordnung. Jetzt ist das 1 Ampere pro Mikrosekunde eine Konstante, die können wir vor das Integral ziehen und können das T' nach T' integrieren. Das ist so, wie wenn man x nach x integriert, dann kommt da T' Quadrat halbe raus. Und das Ganze eben immer noch in den Grenzen von 0 bis t. Und dann können wir da einsetzen, die obere Grenze minus die Untergrenze. Die Untergrenze ist 0, dann fällt das einfach weg. Und dann steht eben da als Gleichung, die Ladung zum Zeitpunkt t ist eine Ampere pro Mikrosekunde mal t zum Quadrat. Ja, soweit so einfach und vorhersehbar. Jetzt können wir damit mit dieser Gleichung noch die Ladung zum Ende dieses Abschnittes, zum Zeitpunkt eine Mikrosekunde ausrechnen, indem wir das hier einfach einsetzen. Und ich sehe gerade, ich habe hier noch das 1/2 vergessen. So, dann setzen wir das mal ein. 1/2 Ampere pro Mikrosekunde mal eine Mikrosekunde zum Quadrat und rechnen das aus. Die Zahlenrechnung ergibt genau 1/2. Und von den Einheiten kürze ich ein Mikrosekunde hier weg, sodass hier Ampere mal Mikrosekunde oder ein bisschen andersrum aufgeschrieben eine Mikroamperesekunde überbleibt. Und das wäre jetzt die Ladung, die wir genau am Ende von diesem Zeitabschnitt hätten. Ja, und jetzt kann man das Ganze eben einfach weitermachen und für den zweiten Zeitabschnitt sich aufschreiben, dass jetzt eben der Strom dort 0 ist, 0 oder 0 Ampere. Damit, wenn wir dann jetzt hier in diese Gleichung reinschauen, wir integrieren über 0 integriert, da passiert nichts. Und es kommt jetzt eben die Ladung
am Anfang von diesem Zeitabschnitt dazu. Also ich schreibe mal auf, die Ladung Q von T wäre dann jetzt eben die Ladung zum Zeitpunkt 1 Mikrosekunde, die wir gerade ausgerechnet haben, und dann plus das Integral über 0. Da passiert jetzt halt nichts. Also ne, von ich schreibe jetzt hier mal ganz konkret hin, von einer Mikrosekunde integriert bis t integriert, aber wie gesagt, das ist, ergibt einfach 0, und dann bleibt hier stehen, das wäre jetzt eine Mikrosekunde, eine Mikroampersekunde. So, und jetzt kann man was weitermachen für den dritten Abschnitt. Ich gucke mal, wie lange ich jetzt noch Lust habe, das hinzuschreiben. Im dritten Abschnitt können wir uns den Strom angucken, der wäre jetzt hier minus 2 Ampere. Und dann können wir das auch wieder in die Gleichung einsetzen. Hier kommt jetzt natürlich bei dem Abschnitt davor auch raus, dass die Ladung zum Zeitpunkt 2 Mikrosekunden, da das ja auch gar nicht mehr von T abhängt, eben auch eine, Entschuldigung, nicht eine, sondern eine halbe Mikroamperesekunde ist, die wir hier oben ausgerechnet haben. Und dann können wir hier ausrechnen, für den dritten Abschnitt brauchen wir die Ladung am Anfang vom dritten Abschnitt zu 2 Mikroampersekunden plus das Integral, was bei 2 Mikrosekunden losgeht. Und Variable bis t läuft, und jetzt müssen wir über die minus 2 Ampere integrieren. Das ist wieder eine Konstante, die können wir vor das Integral ziehen. Wir können diesen Wert hier mal gleich einsetzen, eine halbe Mikroampersekunde plus, minus 2 Ampere, und dann bleibt hier, wenn wir die Konstante aus dem Integral rausziehen, da noch eine 1 zu stehen. Wenn wir die 1 nach t' integrieren, dann haben wir dort t'. Und noch eckige Klammern drum, weil das jetzt die Stammfunktion ist, und dann eben in den Grenzen von 2 Mikrosekunden bis t. Und jetzt können wir noch diese Grenzen einsetzen, und dann steht da eine halbe Mikroamperesekunde. Jetzt die Obergrenze eingesetzt, minus 2 Ampere mal t, und die untere Grenze eingesetzt, minus und minus ergibt plus, plus und 2 mal 2 sind 4 Mikroampere Sekunden. Und jetzt kann man die eine halbe Mikroampere Sekunde und die 4 Mikroampere Sekunden noch zusammenfassen. Und dann kommen da raus 4,5 Mikroampere Sekunden minus 2 Ampere mal t. Und jetzt könnte man mit der Gleichung eben ausrechnen, welche Ladung haben wir jetzt am Ende von dem dritten Abschnitt. Und dann können wir das Gleiche, was wir jetzt hier gemacht haben, nochmal für den vierten Abschnitt aufschreiben. Und da eine Funktion für die Ladung, die eben hier in dem vierten Abschnitt gilt, herleiten. Und dann nochmal vielleicht die Ladung zur Probe am Ende von diesem vierten Abschnitt ausrechnen. So, was ist dabei am häufigsten schiefgelaufen, was ich so beim Kontrollieren der Leistungskontrollen gesehen habe? Ein ganz wichtiger, ich mache mal die Fehler hier auch in Rot, ein ganz wichtiger Fehler oder ein typischer häufiger Fehler, der aufgetreten ist, ist, dass Leute hier diese Einheit vergessen haben. Dass einfach hingeschrieben wurde, der Strom in Abhängigkeit der Zeit ist einfach t. Und das mag zwar mathematisch irgendwie stimmen für diese lineare Funktion, dass hier dieser Zusammenhang T besteht, elektrotechnisch oder physikalisch macht das aber keinen Sinn, weil da die Einheit falsch ist. Ne? Wollen wir jetzt mal einsetzen, also für die Zeit eine Mikrosekunde, dann steht da, der Strom zum Zeitpunkt eine Mikrosekunde ist eine Mikrosekunde, was natürlich Quatsch ist, weil der Strom muss die Einheit Ampere haben. Deswegen ist es eben ganz wichtig, dass hier Ampere pro Mikrosekunde steht, was sich hier eben auch aus diesem Anstiegsdreieck ergibt, damit ja, sich, wenn wir hier eine Zeit einsetzen in Mikrosekunden oder in Sekunden oder wie auch immer in einer Einheit der Zeit, dass sich hier die Einheit der Zeit wegkürzt und die Einheit des Stromes, nämlich das Ampere oder Milliampere oder Mikroampere oder was auch immer, überbleibt. So, das war Fehler, häufigster Fehler Nummer 1.
Häufigster Fehler Nummer 2 war, dass ganz viele Leute hier bei dieser Rechnung, bei dieser Formel hier oben keine variable Integrationsgrenze benutzt haben, sondern da hingeschrieben haben, zum Beispiel für den ersten Abschnitt, die Ladung zum Zeitpunkt t ergibt sich aus der Ladung zum Zeitpunkt 0 und dann das Integral von 0 bis eine Mikrosekunde. Diese Gleichung ist prinzipiell nicht falsch, aber wenn wir eben hier oben keine variable Integrationsgrenze einsetzen, sondern da eine feste Zeit einsetzen, diese eine Mikrosekunde zum Beispiel, dann rechnen wir eben auch nicht die Ladung zum Zeitpunkt t aus, sondern die Ladung zum Zeitpunkt eine Mikrosekunde. Und das ist nicht das, was gesucht war. Gesucht war, wie ist die Ladung von t und nicht die Ladung von einer Mikrosekunde. Wenn wir diese Gleichung unten haben, Q von t, ne, dann können wir das für jedes beliebige t einsetzen. Wir können jetzt diese eine Mikrosekunde einsetzen und die Ladung zum Zeitpunkt einer Mikrosekunde ausrechnen, diese halbe Mikroamperesekunde. Wir könnten jetzt aber auch jeden anderen Zeitpunkt einsetzen, der eben in diesem ersten Bereich liegt, also zwischen 0 und zwischen einer Mikrosekunde. Ne? Und das, wenn wir oben das so machen, mit der festen Integrationsgrenze, dann funktioniert es halt nicht. Wir haben jetzt das Ergebnis dann festgenagelt auf diese Zeit, auf diese eine Mikrosekunde. Und das ist nicht mehr variabel, keine Funktion Q von t. So, schlussendlich sollte man das Ganze noch zeichnen. Ich skizziere jetzt mal hier unten schnell ein neues Diagramm drunter für die Ladung in Abhängigkeit von der Zeit. Also das ist auch wieder die Zeit in Mikrosekunden und das soll jetzt mal Q von t sein. Und wir sehen schon, ihr kommt jetzt als Einheit raus, Mikroamperesekunden, die benutze ich auch gleich mal hier. Ja, und jetzt müsste man das Ganze zeichnen und stellt fest, okay, das hier wäre jetzt eine quadratische Funktion. Der Graph einer quadratischen Funktion ist eine Parabel. Die sieht, sagen wir mal, so aus, die steigt so langsam an, von 0 auf den Wert 1/2. Hier wäre jetzt 1/2 und dann wäre hier mal 1 und hier wäre minus 1 und hier wäre minus 2. So, und dann ist der erste Abschnitt eigentlich schon fertig. Ne, hier wäre jetzt eine Mikrosekunde vorbei und wir haben mit einem parabelförmigen Anstieg, also keine Gerade, es steigt nicht linear, es steigt anhand einer Parabel an, sind wir auf den Wert eine Mikroampersekunde gekommen. So, dann kommt der zweite Abschnitt. In dem zweiten Abschnitt ist ja der Strom 0, deswegen bleibt die Ladung konstant. Deswegen haben wir am Ende dieses Abschnittes auch noch immer diese eine halbe Mikroampersekunde. Das heißt, hier geht die Kurve einfach gerade weiter, bis wir eben beim Zeitpunkt 2 angekommen sind. So, wenn wir jetzt den dritten Abschnitt zeichnen, dann müssen wir jetzt diese Funktion hier unten zeichnen. Jetzt kann man so ein bisschen schauen, das ist natürlich auch wieder eine lineare Funktion. Hier ist der Achsenabschnitt, minus 2 Ampere ist der Anstieg. Und ja, minus zeigt halt, das geht nach unten und sozusagen in einer Mikrosekunde muss das Ganze um 2 Ampere Mikrosekunden oder um 2 Mikroampere Sekunden nach unten gehen. Genau auf diese Art und Weise zeichne ich das jetzt mal. Wir starten bei 1/2, das heißt, wir landen bei minus 1/2 und dann muss das Ganze ungefähr so aussehen als Gerade. Nur das ist jetzt eine Gerade. Und jetzt kann man sich halt überlegen, dieser Achsenabschnitt passt ja hier vorne auch. Also wenn wir hier bei 0,5 sind, dann wären wir ja hier bei 1,5. Ne, halt, dann wären wir hier, es geht ja 2 hoch, also von 0,5 auf 2,5 und auf 4,5. Und dann würde unsere Funktion hier vorne tatsächlich bei 4,5 starten, diese Gerade. Man kann das sich jetzt aber hier halt so ein bisschen einfacher machen, indem man einfach im Hinterkopf behält, die Ladung darf ja nicht springen. Ne? Die Ladung an dieser Stelle und die Ladung an dieser Stelle und überall muss die Ladung kontinuierlich übergehen. Deswegen können wir einfach an dem Punkt hier anfangen und diese minus 2 da, minus 2 Ampere oder minus 2 Mikroampere Sekunden nach unten zeichnen. So, und wenn wir das für den vierten Abschnitt angucken, hier ist halt der Strom 1 Ampere, das heißt, hier geht es wieder mit einem Anstieg von 1 nach oben. Ich mache mal erstmal hier die Zeiten ein. Hier ist 3 und hier soll mal 4 sein. Und dann muss das hier wieder halt auf 1/2 hochgehen. Und das heißt, der Wert, den wir hier erreicht haben, der Y-Wert ist
minus 1/2 und der y-Wert, den wir hier hatten, das waren minus 3/2. So, und so sieht dann die Funktion für die Ladung aus. Was da am häufigsten schiefgelaufen ist, dass Leute vielleicht auch vergessen haben, bei dieser Rechnung hier eben die Ladung jeweils zum Anfang des Zeitpunktes mit zu berechnen und mit zu benutzen in der Formel, oder zum Beispiel vergessen haben, hier die untere Integrationsgrenze hier vernünftig einzusetzen und das zu vereinfachen, so dass das hier halt irgendwie nicht stimmte. Und dann ja halt eben auch nicht im Hinterkopf hatten, dass die Ladung ja nicht springen darf und dass dann zum Beispiel, ich mache es mal jetzt in grün hier irgendwie drüber, so seltsame Graphen rausgekommen sind, wie das hier vorne passte noch, dann ist aber ja, der Strom ist 0, das heißt die Ladung ist dann irgendwie vielleicht auch 0, dann sieht das halt so aus und dann ist die Abhängigkeit der Ladung hier minus 2 Ampere mal T, dann geht das hier vielleicht wieder, weil es halt 2 nach unten geht. Und im nächsten Abschnitt ist das dann halt 1 Ampere mal T und dann geht das hier wieder so hoch. Ne? Und das ist natürlich grundlegend falsch, weil an diesen Stellen hier und an diesen Stellen hier die Ladung ja jetzt springen würde und das darf die Ladung nicht machen. Die Ladung ist eine Größe, die sich nur kontinuierlich ändern darf, weil wenn die Ladung springen würde, die Ableitung der Ladung dQ nach dT ist ja umgedreht wieder der Strom. Und wenn die Ladung jetzt eben springen würde, dann würde der Strom unendlich werden. Das macht physikalisch keinen Sinn. So, als letzte Probe, ob das jetzt gestimmt hat, die blaue Kurve, die wir hier zum Beispiel gezeichnet haben, kann man ja jetzt hier unten nochmal kurz einsetzen, wenn wir in diese Gleichung den Anfang von dem dritten Abschnitt einsetzen, also die 2 Mikrosekunden oder die 2 Mikrosekunden hier unten, dann müsste da ja genau 1/2 rauskommen, jetzt nach unserer Skizze. So, machen wir das mal, 2 Mikrosekunden hier eingesetzt für das T, dann ist 2 mal 2 ist 4, 4,5 minus 4 Mikroampere Sekunden sind genau 1/2 oder 0,5 Mikroampere Sekunden. Jetzt könnten wir mal probeweise noch diesen Punkt hier hinten einsetzen, die 3 Mikrosekunden, dann müssten da halt genau minus 1/2 Mikroampere Sekunden rauskommen. Machen wir das mal. Für T 3 eingesetzt, minus 2 mal 3 sind minus 6 Mikroampere Sekunden und 4,5 Mikroampere Sekunden minus 6 Mikroampere Sekunden sind minus 1,5 Mikroampere Sekunden, genau das, was da rauskommt. So, also diese blaue Kurve passt soweit. Ja, und ich denke, ich habe in diesem Video jetzt wieder eine ganze Menge über die Elektrotechnik gelernt. Wenn Sie sich jetzt dieses Video angeschaut haben, haben Sie vielleicht ein bisschen über die Elektrotechnik gelernt. Sie würden viel, viel mehr über die Elektrotechnik lernen, wenn Sie selber jetzt nochmal solche Aufgabe rechnen würden.